Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich möchte mich heute schminken und zwar nochmal mit der Luvia Palette, aber diesmal mehr mit dieser hier. Ne? Das ist die mit den matten Farben. Zeige ich euch gleich nochmal. Ne? Und da sind so matte Farben mehr drin. Da möchte ich heute einen Augen-Make-up mit schminken. Und eventuell werde ich diese von Luvia, wie heißt sie noch, Criminal My Shadows, auch nochmal mitverwenden, falls ich ein bisschen auf dem unteren Lid doch ein bisschen Schimmer haben möchte. Ne? Weil hier nur matte Töne drin sind. Was ich jetzt mit euch zusammen mal ausprobieren möchte, ist dieser Primer No More Red, heißt der von Catrice. Ne? Und der soll so Rötungen abdecken und den mache ich jetzt mal drauf. Der ist so grün, ne? Das soll ja helfen gegen Rötungen, also die Farbe grün, ja, kaschiert Rötungen. So, das probiere ich jetzt einfach mal aus. Ich trage das mit dem Finger auf. Mal schauen, ob dann wirklich die Rötungen weg sind. Ein bisschen viel genommen vielleicht. Mal schauen. Ein bisschen besser verteilen und dann mal schauen gleich, ne? Ob es die Rötung wegnimmt oder vermindert, ne? So. Ja, ein wenig, würde ich sagen, ne? Doch, es nimmt schon die Rötung so ein bisschen weg, aber ich habe das Gefühl, aber kommt ja eh noch Make-up drauf, ist ja ein Primer, dass ich jetzt so ein bisschen grünlich bin. Habe ich vielleicht zu viel genommen? Also vielleicht liegt das ja auch am Licht, aber mir scheint das so an einigen Stellen so ein bisschen grün auszusehen. Hier war ja so besonders eine Rötung. Die ist besser, die ist nicht ganz weg. Aber die ist besser. Da hatte ich hier so einen roten Fleck. Doch ich glaube, es nimmt die Rötung schon weg. Es trocknet auch sehr schnell, also ist schon... trocken. Ja, es nimmt ein bisschen die Rötung weg. Ja, genau. Das ist dieser Primer von Catrice. No More Red. Den wollte ich mit euch zusammen ausprobieren. Genau. Ja. Habe ich gleich einen Primer drauf. Für die Augen nehme ich wieder auch von Catrice die Eyeshadow Base. Ja, trage ich mir ja mit dem Finger auf. Einmal auf dem gesamten Lid und hier auch noch mal. So, und jetzt können wir mit dem Make-up anfangen. Da wollte ich von Maybelline genau dieses Luminous und Smooth 115 in der Farbe 115 auftragen. Die habe ich euch auch schon mal gezeigt und die trage ich mir ja immer mit dem Pinsel auf. Ich mache mir dann immer ein bisschen was auf den Pinsel, nur so ein bisschen, verteile mir das dann mit dem Pinsel im Gesicht. Genau, so, ne?
Und dann wird das so ein bisschen verteilt. Ich finde, mit diesem Pinsel von Luvia, das ist ja übrigens auch, geht das richtig gut. Den nehme ich am allerliebsten. Eigentlich nehme ich den immer für Make-up. Ich liebe das einfach, das mit diesem Pinsel aufzutragen. So. Man kann das hinterher, wenn man möchte, auch mit dem Schwämmchen noch so ein bisschen einarbeiten. So. Aber ich gehe dann meistens nur mit den Fingern nochmal da, wo ich meine. Ne? Zum Beispiel, dass das hier so ein bisschen Ansatz reingeht. Und hier so ein bisschen runter. Dann gucke ich hier noch, dass da nicht zu viel ist. Ne? Ich habe ja hier diese tiefen Nasobialfalte. Auf der einen Seite ganz schlimm. So finde ich, ist das ganz gut verteilt. Sitzt auch nichts in den Falten. Und dann kann man ja erstmal mit Puder. Ne? Dann nehme ich ja immer das Puder von Make-up Coach. Das ist schon ganz schön vergriffen, das kann man gar nicht mehr lesen da drauf. Zauberpuder von Make-up Coach. Ne? Hatte ich euch auch schon ein paar Mal von erzählt. Das ist ja so mein liebstes Puder. Und da muss ich mir auch wieder was anmischen. Ich habe zwei große Töpfe davon. Einmal mit Zauberpuder und das andere heißt Simsalabim. Das mische ich dann immer. Genau, beides von Make-up Coach. Ne? Und dann gehe ich das so ein bisschen rüber. Auch immer einmal so auf die Wimpern rauf, um die so ein bisschen trocken zu machen. Fettfrei. Damit dann nachher die Wimperntusche besser hält. Ne? So, und dann hauptsächlich so in der T-Zone. Weil da glänze ich immer schnell. So. Nehme ich aber nicht zu viel. Ich möchte nicht so matt aussehen, deshalb hauptsächlich hier in der T-Zone. Ne? Und auf den Wimpern. Ja. So ist dann das Make-up gleich ein bisschen fixiert. Ja, und dann bin ich ja soweit vorbereitet. Dann mache ich immer als nächstes mal ein bisschen Bronzer. Dann nehme ich ja immer noch den von Riva Loves Me, Pastellbronze. Habe ich ja mehrere von gehabt. Die halten auch echt lange, ne? Wie ihr seht, ich benutze den fast täglich und der hält. Da ist auch viel drin. Dann gehe ich einmal hier so rüber. Ihr könnt das auch wie so eine 3, ne, zeichnen. Hier so einmal mit dem Bronzer. Und so als Tipp, bei Bronzer nicht zu dunkel nehmen, dann habt ihr auch keine Flecken. Und je dunkler, umso mehr muss man das dann nachher auch aufpassen und ein bisschen ausblenden. Genau, das war der Bronzer. Ich habe ja von Catrice aus dem Adventskalender auch ein Rouge gehabt, dieses hier. Ne, in der Farbe und das ist ganz hübsch mit den Sternchen für den Adventskalender halt. Ne? Und das werde ich mir jetzt auch mal ein bisschen auftragen. Und dann hier fange ich an und gehe nach oben. Und auch so beim Auftragen immer so nach oben. Das liftet dann nochmal so ein bisschen. Ne? Und dieses Rouge. Das hat auch so ein bisschen schon selber in sich einen Schimmer, finde ich schön. Ich mag das ja jetzt nicht mehr so gerne, so alles komplett matt. Das sieht dann immer so ein bisschen, ja, unnatürlich aus, finde ich mittlerweile. Ich habe das ja eine Zeit lang echt geliebt, wenn das schön matt ist. Aber jetzt mag ich es gerne mit so ein bisschen Glow. Genau, das war das eigentlich schon bei Vorbereitung. Dann kommen die Augenbrauen. Und da habe ich von Max & Moore ein Eye Pencil. Ja, das ist ja die Marke von Action, genau. Und eigentlich dachte ich, die Farbe passt so gar nicht, aber das geht. Ich zeige das mal hier so. Ich gehe dann hier einmal hier unten so leicht lang. Gucke ich, ob ich hier was ausfüllen kann. Dann mache ich mir das so ein bisschen. Hier auch einmal unten die Kante so ein bisschen sauber nachzeichnen. Und dann gucken, ob man da noch so was ein bisschen ausfüllen kann, auch besonders hier hinten bei mir, wo das dünner wird. Und ich nehme dann immer
so eine Augenbrauenbürste. Und wenn ich dann da nochmal mit durchgehe, das ist dann wie verblendet, dass man keine harten Striche mehr hat. Ne? Dass das schön natürlich aussieht. Genau, und damit kämme ich dann meine Augenbrauen auch gleich in Form. Genau, das war's. Sonst werde ich gut vorbereitet. Jetzt können wir mit der Palette anfangen. Da ist ja auch so ein schöner heller Ton drin. Dann nehme ich mir den Blenderpinsel, den ich auch zum Verblenden nehme, den gehe da mal rein und gehe dann so unter der Augenbraue und so ein bisschen auf dem gesamten Lid. Nicht zu viel, nur so ein bisschen. Und hier unter der Augenbraue, damit es ein bisschen heller ist, mache ich das ganz gerne. Das hebt das dann auch noch mal so ein bisschen, ne? So, ja, dann habe ich ja hier richtig schöne Farben drin und ich dachte mir, ich mache heute mal was ganz Natürliches. Die finde ich sehr schön. Wie heißt die? Rose Honey. Dieser Ton hier. Damit fange ich mal an. Ja, habe ich einen schönen Pinsel dafür. Ich dachte, ich hätte mir genug rausgelegt, aber nee. Der ist ein bisschen groß. Dann nehme ich diesen hier und gehe in dieses Rose Honey. Na, ich merke gerade, das pulvert so ein bisschen doll. Da muss man dann ganz vorsichtig sein, sonst hat man zu viel drauf. Und dann gehe ich damit auf den beweglichen Lid. Von vorne nach hinten einmal durch. Überlege gerade, ob ich bis ganz nach hinten gehe oder ob ich das hinten auslasse, um da vielleicht noch ein bisschen einen dunkleren Ton zu nehmen. Ich glaube, das mache ich. Ich mache diesen Ton nur bis über die Hälfte und dann hinten nehme ich einen dunkleren. Ja, das ist ein schön natürlicher Ton. Ne? Für so ein ganz natürliches Tages-Make-up finde ich das klasse. Also überhaupt diese Palette, ne? Ihr könnt auch mit Grün oder Blau ein Augen-Make-up damit schminken. Habt aber auch viele schöne Nude-Töne, würde ich sagen, da drin. So, jetzt nehme ich diesen Ton. Den Pinsel werde ich wieder benutzen, da ich ja vorher eine hellere Farbe damit gemacht habe. Und gehe dann in den hinteren Bereich damit. Hintere Drittel vom Augenlid, unten vom beweglichen. Und dann habe ich da einen etwas dunkleren Ton. So, hier auch noch mal. Genau. Das ist auch die Farbe, mit der ich jetzt einmal mein Schlupflid kaschieren würde. Dann nehme ich diesen angeschrägten Pinsel, gehe dann nochmal in die Farbe rein. Dann gehe ich hier unten, also mit der längeren Seite unten, gehe ich hier hoch und einmal auf dem Augenknochen und leicht darunter in der Lidfalte, da geht das längere vom Pinsel dann rein, gehe ich einmal so rüber. Na? So hier hoch Richtung Ende Augenbraue und dann gehe ich hier so ein bisschen hin und her. Was man auch noch machen kann, dass man das genau in der Lidfalte auch noch verstärkt. Dann nehme ich mal so einen ganz schmalen Pinsel, der ist festgebunden und gehe dann nur noch mal hier damit in der Lidfalte einmal so entlang. Oh, einmal Telefonmoment. So sieht das dann bis jetzt aus. Jetzt habe ich ja aber erst zwei Farben benutzt. Das ist ein bisschen schade, um die Palette vorzuführen. Möchte ich ein paar Farben mehr zeigen. Genau. Das ist mir auch ein bisschen, ja, für ein ganz natürliches Make-up ist es vielleicht okay, wenn ich das jetzt hier noch so ein bisschen verblenden würde. Na, das mache ich mal schon. Könnte man das so lassen, dann mit bisschen ja, Eyeliner und Mascara und dann hat man ganz, ganz natürliches Make-up. Unten könnte man dann auch noch mal mit den Farben raufgehen.
Da gehe ich, warte mal, ich muss das sauber machen. Und dann gehe ich erstmal in den helleren Ton. Den mache ich mir hier vorne. Ne? Im vorderen Bereich, so wie ich das oben auch gemacht habe, da hatte ich ja vorne diesen Roséton und hinten das Dunkle. Der heißt Light Move. Damit gehe ich dann unten nochmal lang. Kann man auch immer so ein bisschen leicht nach unten ausblenden, die Farbe. Das macht das Auge optisch nochmal größer. So, ne? Ja, dann wäre das soweit fertig. Würde ich jetzt Eyeliner machen und Kajalstrich. Aber irgendwie möchte ich gerne noch ein bisschen was Auffälligeres darauf machen. Ich habe hier doch so einen, genau, den meinte ich nicht, so einen Pinsel. Also so ein Schwämmchenpinsel, also ein Schwämmchen ist das, ne? Oder Applikator, ich weiß nicht, wie man das nennt. Damit werde ich jetzt mal in dieses Rosa gehen. Und das mache ich mir hier vorne noch mal so ein bisschen. So. Mit so einem kann man, weil er so eine schöne Spitze hat, schön bis ganz nach vorne gehen. Und ihr seht auch, wie viel intensiver die Farbe gleich raufkommt mit diesen Schwämmchen. Ich mag die eigentlich echt gerne. Die nehme ich sogar für schimmernde Töne. Und auch das geht ganz gut. Ja, das finde ich doch schon mal ein bisschen farbenfroher. Das Grün werde ich auch noch mal ausprobieren. Das werde ich mir im hinteren Bereich einfach mal so ein bisschen machen. Mal so ein bisschen mit dem Grün im hinteren Bereich raufgehen. Und in der Mitte auch schöne Farbe, ne? Und ihr seht auch schon, wie schön pigmentiert die sind, wenn man das hier mit diesem Schwämmchen macht. Dann ist das auch gleich richtig, richtig gut zu sehen. Ich finde es besser als mit dem Pinsel so. Genau, und in der Mitte gehe ich jetzt nochmal mit dem Rosé. Habe ich noch so ein Schwämmchenpinsel. Das ist zu dünn. Dann werde ich ganz einfach mal das Schwämmchen ein bisschen sauber machen. Und gehe nochmal in der Mitte mit dem Rosé und das werde ich dann alles zusammen verblenden. Also mit diesem Honey Rosé oder Rosé Honey, diesen Ton. Ne? Gehe ich hier in der Mitte nochmal rauf. Genau. Ja. Und unten werde ich auch noch mal das Grüne hier im ganz hinteren Bereich einmal, dass das hier auch noch mal vorkommt. Nur hier hinten. So, das alles zusammen wird jetzt so ein bisschen verblendet. Dann nehme ich wieder den Blenderpinsel. Ich fange mal hier bei den hellen Farben an. Gehe dann hier ein bisschen so rüber und hier, ne, dass das so keinen harten Übergang hat. Lassen sich sehr, sehr schön verblenden übrigens. So. Gehe mal hier so rüber. Genau, Moment. So, mein Stuhl rutschte, ging wieder langsam ganz runter. Ja, ich finde das sehr, sehr schön. Das ist sehr natürlich. Ne? Und wenn ihm das zu wenig ist, der kann dann auch noch ein bisschen Schimmer nehmen. Das habe ich ja hier in dieser Palette. Mal schauen, ob wir hier eine passende Farbe haben, die ich so ein bisschen auf dem unteren Lid in der Mitte nochmal drauf gehen kann. Die schimmert. Das sind ja alles schimmernde Töne. Ne? Und da haben wir ja auch dieses schöne zweiseitige Schwämmchen. Da werde ich dann in diesen Ton gehen hier. Ne? Der ist auch so leicht rosé und der schimmert schön. Und dann gehe ich hier nochmal rauf. Also wie so ein Topper, ne? So einmal nochmal drüber gehen.
So gefällt mir das schon viel besser. So ein bisschen was, so ein bisschen Schimmer da drauf, mag ich ja doch ganz gerne, ne? Und das ist dann auch so ein bisschen heller und dann wirkt das Auge auch mal ein bisschen mehr nach vorne, ne? Bei mir ist das immer schnell. Ich muss aufpassen, dass meine Augen nicht eingehüllt aussehen, wenn ich zu dunkel unten werde, ne? Genau, das ist das jetzt. Jetzt werde ich einen grauen Kajalstift nehmen. Hier so ein bisschen, ne, das so die Eyeliner ziehen. Und dann nehme ich wieder diesen von Catrice auch, diese Mascara. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, die Augen sind fertig. So schaut das jetzt aus. Und ich finde, dass es eine richtig tolle Palette ist für einen Alltagslook, für jeden Tag, für nicht so auffällig und auch wenn man nicht so gerne schimmernde Töne auf dem Augenlid hat. Ne? Richtig toll. Lauter matte, schöne Töne drin. Jetzt muss ich nur noch meine Lippen noch mal ein bisschen malen. Dann nehme ich wieder von Aldi, war der, dieser PS Lippenstift. Wenn es die wieder gibt, die hole ich mir wieder. Die sind auch so schön pflegend. Die fühlen sich richtig gut an. So, und die Farbe ist ja auch schön. Ich finde, die passt zu fast allem. Ne? Und auch besonders gut jetzt zu den Farben oben. Genau, ja, das ist so der Look, den ich jetzt mit der Palette geschminkt habe, mit der matten Luvia Palette. Wie heißt die eigentlich? Matte Mosaik heißt die. Matte Mosaik. Ja, richtig schön. Finde ich die Farben auch da drin. Na? Ja, genau. Ich hoffe, das Video hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag oder Abend, je nachdem, wann ihr schaut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.